Ihr hattet schon recht, wir hatten überhaupt gar keinen Texture Pack drauf. Und jetzt dachte ich mir, probiere ich einfach mal was aus und diese Kühe sehen aus wie Biber. Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Episode von Power City. Und wir hadern gar nicht lange, wir gehen gleich zum Server, auf den Server drauf und checken mal die Lage, weil mittlerweile hat sich unsere Bevölkerungssituation wieder ein wenig verändert. Und auch unser Texture Pack hat sich ein wenig verändert, wie ihr sehen könnt. Ich habe mich mal für eins entschieden, das ich eigentlich ganz nice fand. Müssen wir mal gucken, ob es uns gefällt, ob es mir gefällt, ob es dir gefällt. Sagt am besten Bescheid, schreibt es in die Kommentare, denn nur so können wir irgendwie zueinander finden. Ihr hattet schon recht, wir hatten überhaupt gar keinen Texture Pack drauf. Und jetzt dachte ich mir, probiere ich einfach mal was aus und diese Kühe sehen aus wie Biber. Muss man mal gleich mal sagen. Dachte, das sieht ein bisschen anders aus, als ich das Texture Pack ausprobiert hatte. Aber okay, so ist das halt. Ich würde sagen, wir spielen jetzt einfach mal diese Episode mit diesem Texture Pack. Und ihr könnt ja sagen, ob euch das gefällt oder nicht. Bevor es aber losgeht, würde ich sagen, wir machen mal kurz ein kleines Schläfchen. Dann sehen wir, dann sehen wir auch mal die ganze Geschichte bei Tag. Dann würde ich mal sagen, so, gute Nacht. So, wunderbar. Dann gucken wir noch mal bei Tag, wie das Ganze aussieht. So, ja. Ich finde den Himmel ganz nice, muss ich mal sagen. Und hier ist ja so der Nordpolarstern oder so am Start. Das finde ich auch ganz nice. Da geht die Sonne auf. Da eigentlich schon ganz schön, aber ja, was wäre cool ist. Ich würde mich nicht wundern, wenn, wenn ihr es nicht so gut findet. Ich finde es selber auch nicht gerade nicht mehr ganz so doll. Aber okay, ja, wir spielen jetzt einfach mal damit und ein bisschen Abwechslung muss ja auch mal sein. So, jetzt schauen wir doch mal, ob wir noch ein bisschen Weizen haben. Jawohl, nur 2 Weizen allerdings. Dann füttern wir jetzt mal unsere Kühe, würde ich mal sagen. Ja, wunderbar. Ja, irgendwie hat sich hier wohl jeder unsere Einwohnersituation im Dörfchen verändert. Ich bin da nicht ganz auf dem aktuellen Stand gerade, aber wir haben wohl 2 neue Mitglieder, soweit ich das weiß. Und vielleicht gucken wir gleich mal, nachdem wir hier unsere Kühe gefüttert haben, wie es dann damit aussieht. Und wir gucken auf die Grundstücke. Wie, alles schon verbraucht? Wow, okay, alles klar. Dann checken wir doch mal kurz die Einwohnersituation unseres Dörfchens ab. Hier hinten haben wir vermutlich immer noch den Golden LP. Das dürfte wohl klar sein. Ja, warum renne ich eigentlich nicht? Weil ich nichts zu essen habe hier. Brot am Start. So. Nochmal. So. Alles klar. So, jetzt wird es mal ein bisschen flotter gehen. Jawohl. Wunderbar. Jawohl. Hier haben wir noch den Golden LP am Stissel. Dann gucken wir mal, wer noch alles am Start ist. Wer noch alles am Start ist. Hier unser Information Board. Da müsste ja eigentlich alles draufstehen, ne? So. HD Gaming Max ist doch eigentlich schon längst draußen. Das ist hier, glaube ich, auch nicht mehr ganz so aktuell. Hier, Stroh Cosinus, Leon Balkau 9, Game School TV. Ich glaube, die sind ganz neu. Und vielleicht haben die auch schon ein bisschen was gebaut. Wir gucken mal. Oh, hier. Was ist das denn? Okay, ein cooles. Hier, der Dark Crafter. Ah ja, okay, mit dem haben wir ja neulich aufgenommen. Der hat sich hier mittlerweile ein schönes Türmchen hingestellt, so wie ich das sehe. Sieht aber so, hat er versucht, wahrscheinlich seine Schule nachzubauen. So sieht das ein bisschen aus. Aber eigentlich ganz nice. Gar nicht so schlecht. So, gehen wir mal rein. Gucken wir mal ein bisschen. Ein bisschen spionieren. Ja, schön. Dach fehlt noch, aber an sich gar nicht so schlecht. Auch mit dem Texture Pack kann man das eigentlich ertragen. Habe ich da eigentlich gerade ein Geräusch gehört? So ein unangenehmes Geräusch. Ah ja, guck mal, hier geht's runter. So, so.
Aha, okay, der hat sich gleich mal ein Nether-Portal gebaut. Nicht so schlecht, kann man sich ja merken und auch mal durchgehen. Wir lassen mal ein kleines Andenken da. So, ja, das sieht eigentlich ganz nice aus. Sehr cool. Hier hat er sich auch schon ein paar Elektro-Gedöns-Sachen, glaube ich, hingestellt. Ja, nice, nice, okay, sieht gar nicht schlecht aus. Und so langsam gewöhne ich mich sogar auch an das Texture-Pack, muss ich mal sagen. Es ist nicht ganz so hell, es ist nicht ganz so bright, aber eigentlich ganz nice irgendwie, ne? Es geht eigentlich. Es geht. Man muss sich dran gewöhnen. Man muss sich wirklich dran gewöhnen. Okay, so, was haben wir denn noch alles? Hier haben wir noch immer niemanden, glaube ich. Grundstück von Fapfi LP. Da ist aber nie was gelaufen. Tja, okay. Und ja, hier haben wir... Wen nochmal? War das das Zweitgrundstück von Dingensbums oder so? Hier von Max, Gangster, Blabla, HD und so weiter. Die sind ja raus, soviel ich weiß. Also von dem her hat sich das dann auch erledigt. Und hier ist auch schon unser Grundstück. Tja, ja, mal schauen. Ne? Wir sind dann sozusagen schon fast mit die Längsten, die hier sind. Obwohl ich ja eigentlich voll der Noob bin. Und ja, aber so ist das dann halt. Mich würde ja mal interessieren. Was ist das denn hier? Okay, das ist einfach nur Erde mit Schnee drauf, alles klar. Mich würde ja mal interessieren, wie denn unser Marmor hier aussieht, denn wir wollen ja unbedingt mit Marmor bauen. Marble Brick, was ist das eigentlich? Steinachs, Steinschaufel? Also ich muss ja mal sagen, die Werkzeuge sehen ja mal echt bekloppi-poppi aus. Also mal ehrlich. Ich glaube, so richtig warm werde ich wohl mit diesem Pack nicht werden. Kohle, okay. Also allein schon die Werkzeuge sehen ein bisschen bekloppt aus. Also mal ehrlich. Ja, okay, wir gucken mal, wie unser... Das sieht, glaube ich, genau gleich aus wie vorher auch. So. Also die Axt, Kohle und Schaufel sehen da fast genau gleich aus. Das muss ja nicht sein. Eigentlich ja ganz nice, aber... Nee, okay, wird wohl nichts mit uns beiden. Dann nehmen wir jetzt diese Folge auf. In der nächsten probieren wir nochmal ein anderes aus. Da war ja dringend die Nachfrage irgendwie, wie sieht's aus mit Texture Pack und so. Aber ich glaube, das wird mit dem hier nichts. Tut mir leid, liebe Leute, das wird nichts mit diesem hier. Wir müssen uns ein anderes raussuchen. Ich dachte, ich hätte es genug getestet, aber ein Satz mit X, das war wohl nichts. So. Oh, hier haben wir noch ein bisschen Heizen, wunderbar. So. Was haben wir hier nochmal? Achso, hier war die Bienengeschichte am Start. Da müssen wir uns dann auch nochmal alsbald ranwagen. Vielleicht nehmen wir das Ding mal dann so lange mit. Kann man das abbauen? Ups. Jetzt habe ich natürlich wieder alles durcheinander gemacht. Hm? Achso, das ist sowieso... Ah ja, okay. Hm, alles klar. Ja gut, das können wir ja wieder mal umpositionieren. Mir ging es jetzt darum, erstmal... da wieder Platz zu haben, weil wir werden da ja unser Häuschen hinbauen und ja, das hat dann erstmal Prio und die Bienchen bringen wir dann später rein. So, unsere Imkerkiste, genau, hinein, alles klar. So, wie viel haben wir denn von den Marble Bricks? Da haben wir ein paar, wird natürlich wahrscheinlich vorne und hinten nicht reichen. Und das heißt, vielleicht können wir heute oder beim nächsten Mal schon losziehen und weiteres Marble abbauen. Das war ja gar nicht so weit weg. Da müssen wir uns dann vielleicht auch mal eindecken. So, das können wir wegpacken. Weizen brauchen wir gerade auch nicht. Stein haben wir genug am Start. Können wir auch wegpacken. So, was haben wir denn hier? Tintengurt brauchen wir gerade auch nicht. Tintengurt. Wollen wir kein Kupfer machen? So, Brot haben wir am Start. Jawohl, ein bisschen Holz am Start. Ist alles gut. Okay. So, wunderbar. Was haben wir denn hier? Ach, hier war der Generator am Stissel. Dann hatten wir hier noch... Oh, das sieht ja krass aus. Hatten wir hier noch irgendetwas drin? Ja, hier haben wir noch Gedöns drin. Nämlich Copper-Ingot. Sehr gut. Und Eisenbarren. Wunderbar, wirklich viel Eisen hatten wir ja bislang auch noch nicht. Jetzt haben wir mal 20, ist in Ordnung. So, Copper haben wir dann ein bisschen am Start. Gut, gut, Steinspitzhacke. Vielleicht gönnen wir uns dann jetzt mal ein bisschen eine... also schau mal, der Stick und die Steinhacke sehen halt echt fast genau gleich aus. Super nervig,
Das hätten wir euch ein bisschen besser machen können. So, dann hier Handwerk. Dann machen wir uns mal ein paar Eisenspitzhacken, damit das nicht immer so flottikarotti kaputt geht. So, dankeschön. Und wir machen uns auf den Weg zum Marvel. Und wir hatten einmal Marvel da vorne im Tempel, soweit ich weiß. Und wo hatten wir noch Marvel? Irgendwo, ich kann mich gar nicht mehr dran erinnern. Wo hatten wir denn noch Marvel? Also ich glaube, ich werde jetzt erstmal den kompletten Marvel hier vom, vom Tempel mitnehmen. Also irgendwie blicke ich es nicht mit Rennen und gleichzeitig... war das denn hier entlang? Ich muss mir auch unbedingt Waypoints setzen. Sonst wird das nämlich nichts. So. Wow. Sturz. Also die Sonne finde ich eigentlich ganz nice, muss ich sagen. Jetzt ohne Shader sieht das trotzdem so ein bisschen so aus, als hätte man da ein nettes Licht am Start. Von dem her finde ich eigentlich ganz nice. So, ja, ich glaube, hier vorne um diese Bewaldung herum ist dann unser Tempel am Start. Was war hier? War hier auch schon irgendwie Marble oder so? Oder dort? Hier hinten drin vielleicht? Nö, wobei ich jetzt gerade auch nicht ganz genau weiß, wie denn der Marble eigentlich in dem Texture Pack aussieht. Wobei, wir haben sie gerade eben gesehen. Hier ist da vielleicht Marvel am Start. Nö, das ist einfach nur so eine kleine Senke. So, wir machen uns flugs auf zu unserem Tempel. Alright. Ich hoffe, ihr hört genug von der Musik. Die ist heute etwas leise, glaube ich. Aber das macht nichts, denn die sind sonst immer relativ laut. So, wo ist der Tempel? Bin ich schon wieder vorbeigelaufen, oder? Also, wenn ich mit anderen Leuten unterwegs bin, dann finde ich manche Sachen einfach besser. Ich weiß auch nicht. Wo ist der Tempel? Das Wasser sieht auf jeden Fall auch ganz nice aus. Kann man so lassen. Ah, die Sonne sieht schon ganz geil aus, oder? Ist das da hinten unser Tempel? Ja, die Sonne ist geil. Okay, das macht das Texture Pack gut. Sonne sieht gut aus. Ansonsten Werkzeuge verkackt. Aber kann man ja mal machen, ist okay. So. Bam. War hier unser Tempel? Wo ist der Tempel jetzt hin? Eieiei. Das gibt's gar nicht. Man muss echt viel mehr mit diesen Waypoints arbeiten. Der Tempel war total nah. Ich bin mir echt sicher, dass der Tempel echt nicht so weit weg ist. Und jetzt finde ich ihn trotzdem nicht mehr. Das nervt auch ein bisschen. Auch der Vulkan war gar nicht so weit weg. Hm. Schade, schade. Warum finde ich jetzt den Tempel nicht mehr? Kommen schon die ersten Monster an den Start. Muss man ein bisschen aufpassen. Da hätten wir noch ein Bienenstöckchen am Start. Aber wir haben natürlich nichts dabei, um das abzubauen. Oh, was geht? Oh, Alter, was ist das für eine krasse Spinne? Okay, abgefahren. Wow, und ich bin schon wieder krass am Verhungern. So. Ja, das kann doch nicht wahr sein, oder? Jetzt finden wir den blöden Tempel nicht. Bling. Aber wenigstens sammeln wir. Ja gut, hier ist jetzt unsere Mine. Wir hier eigentlich noch ein bisschen Marmor drin? Ich weiß es nicht. Wir gehen einfach mal rein und gucken. Wow, ist das dunkel. Okay.
wird wohl wieder eine kleine Höhlentour hier werden. Hoffe, ihr verzeiht mir das. In der Hoffnung, dass hier ein bisschen Marble drin ist, wobei ich nicht weiß, ob überhaupt Marble in einer Höhle drin sein kann. Wir gucken jetzt einfach mal kurz rein, ob wir hier nicht irgendwo Marble hatten. Hier hinten vielleicht oder in der Richtung. Ich weiß es einfach nicht mehr. Oh, was haben wir da? Lapis Lazuli. Sieht natürlich alles ein bisschen anders aus hier in dem Texture Pack. Aber das macht ja nichts. Wir können heute Abend mal ein paar Folgen aufnehmen. Am Stück aufnehmen, weil dann haben wir es die letzte Zeit immer auch relativ viel zusammen mit den anderen aufgenommen. Oh, das soll hier wohl Kohle sein. Sieht man auch echt schlecht im Vergleich zu der anderen Geschichte. Oh, was haben wir hier? Das sah für eine Sekunde aus wie Lava. Bling, bling. Das sieht auf jeden Fall geil aus. Aber ich glaube, es liegt daran, dass es eigentlich das ursprüngliche, der ursprüngliche Texture ist. Ist das hier etwa Eisen? Alter, das sieht man ja echt super schlecht. Na, wir machen da mal eine Fackel hin. Vielleicht sieht man dann besser ein bisschen, ja. Okay, da sieht man übersieht man auf jeden Fall leicht Metall und also Eisen und Kohle bei dem Texture Pack. Schon mal nicht so der Overburner. Auf jeden Fall, jo. Also ich glaube, hier unten werden wir keinen Marble finden. Wo hatten wir denn das letzte Mal Marble gefunden? Ich weiß es nicht mehr. Irgendwo hatten wir doch Marble am Start. Also falls ihr euch noch daran erinnern könnt, wo wir Marble her hatten, mal abgesehen von dem Tempel, wäre ich euch unendlich dankbar, wenn ihr es mir in die Kommentare schreiben würdet, weil dann kann ich echt nochmal mich auf den Weg machen und gucken, wo es lang geht. Okay, hier sind wir schon am Ende der Welt angekommen. So, dann hoppeln wir mal wieder fleißig hier hoch. So, ja, tut mir leid, dass wir jetzt hier runter sind, aber ich musste einfach mal kurz abchecken, ob das nicht irgendwo in der Nähe war. Ich war mir einfach nicht mal 100% sicher. Hüppidi. Es geht auch verdammt weit runter einfach. So. Ja, vielleicht verfolgt ihr ja auch Varro 2. Ich bin gerade jeden Tag so am 7-8 Videos gucken. Das Gute ist ja, dass man im Grunde man muss eigentlich nur einen von einem Team angucken, um irgendwie mitzubekommen, wer jetzt gerade gestorben ist oder was jetzt gerade passiert ist. Man muss nicht die komplette, nicht doppelt gucken, ne? Versteht, was ich meine? Wow! Ich hab keinen Bock zu sterben schon wieder. Alles klar, ein paar Pfeile mitgenommen. Ja, dann latschen wir einfach mal kurz ein bisschen in diese Richtung. Genug zu essen haben wir da. Wir regenerieren hoffentlich auch. Jawohl. So, hier haben wir ein paar Fackeln am Start. Ich glaube, die haben wir hingemacht, weil wir wollten, dass da ein paar Kühe spawnen. Alter. Die Sau können wir verschonen. Ich habe mich, glaube ich, wieder mal komplett verlaufen. Laufen wir mal ein bisschen in diese Richtung. So, in Hoffnung, dass kein Creeper uns in die Luft jagt im Übrigen. Muss man natürlich auch ein bisschen aufpassen, natürlich. Haben wir denn genügend Holz dabei? Jawohl. Dann machen wir mal diesen hier, setzen hier eine Werkbank hin und machen uns Stock. Nein, kein Schild. Alter, wie ging denn das andere nochmal? Verdammt nochmal.
vergessen, wie das geht. Ich wollte einen Kescher machen. Alter Schwede, ich habe auch nichts in der Birne, das tut mir leid. So, dann lassen wir das mal hier hängen. Wir wissen ja, es gibt hier relativ viel in der Umgebung. Nochmal einen Bienenstock. Wäre schön gewesen, dass unsere Tour nicht komplett sinnlos ist. Was läuft denn hier so schön? Nochmal einen Bienenstock? Jawohl. Auf das warte ich jetzt eigentlich noch. Okay. Ist das ein Pilz? Okay. Okay, ein bisschen dunkel. Ach, wir laufen jetzt einfach mal eine Weile in eine Richtung. Oh ja, die Sonne geht wieder auf. Das sieht wirklich geil aus bei dem Texture Pack, das muss man echt sagen. So, hier haben wir nochmal ein bisschen Wüste und Dschungel am Start. Was ist das denn für ein Klotz? Okay, Obsidian. Na? Oh. Alter. Bling. Level 20, wunderbar. Vielleicht finden wir... Ah, hier ist der Vulkan. Ich glaube, wir sind die ganze Zeit in die falsche Richtung gelatscht. Ist hier der Vulkan? Ich glaube schon, ne? Okay. Dann schauen wir doch mal. Vielleicht ist... Wo war denn nochmal der... Vielleicht ist der Tempel hier auch rum in der Nähe. Mit dem konnten wir leider nicht viel anfangen, soweit ich weiß. Mit hier diesem Gestein, weil man daraus keine schönen Blöcke machen konnte. Aber war hier da nicht irgendwo der Tempel? Der war doch ganz in der Nähe. Alter. Ich sehe keinen Tempel, wir gehen mal in diese Richtung, vielleicht ist hier irgendwo ein Tempel. Ja, sorry, das ist heute irgendwie nicht so ganz so die super flotte Aufnahme. Aber ja, wir suchen, sind halt auf der konzentrierten Suche nach dem Tempel. Und der braucht halt etwas Konzentration. So. Warum ist hier kein Tempel? Und was bist du eigentlich? Ein Obsidian-Totem. Kann man dich abbauen? Braucht man dafür eine Dingsbums-Spitzhacke oder geht das auch schon so? Das sieht so aus, als könnte man dich bereits mit einer Eisenspitzhacke abbauen. Ja, wie krass. Obsidian-Totem. Ich glaube, das braucht man für irgendwas mit Verzauberung oder so. Die Sonne ist gerade eben verschwunden. Habt ihr das gesehen? Nur warum? Hoffentlich regnet es nicht gleich. Ich glaube, ich laufe gerade im Kreis. Und ich kann schon wieder nicht rennen, weil ich total leer bin. So, hier haben wir, glaube ich, sowas ähnliches wie Erdöl oder so. Auch gut zu wissen, hier beim Vulkan. Und ich glaube, ich werde den Vulkan mal... Bookmarken. Ja, wir sind jetzt einmal um den Vulkan herumgelaufen. Toll. So, dann werden wir mal... Was, wie war denn das? Irgendwie M, genau. Wegpunkte.
Und ein neuer Wegpunkt. Und zwar ist das der Vulkan. Jawohl, Farbe wählen. Vielleicht können wir da irgendwie was Graueres oder so nehmen. Irgendwie sowas. Ja. Das sieht man dann halt überhaupt nicht. Tolle Idee. Bearbeiten. Farbe wählen. So, fertig. Fertig. Zurück zum Spiel. Okay, hier ist dann der Vulkan. Alles klar. Nun gut. Schade. Wo ist unser Marmor? Also das gibt's doch gar nicht. Shit, ich muss dringend den Kollegen fragen, wo unser Marmor ist. Oh no! Es rained! Es rained pretty hard! Tja, das war jetzt wirklich eine super effektive Folge hier. Wir gehen mal zurück ins Dorfzentrum und während wir zurück ins Dorfzentrum laufen, würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen, schon an dieser Stelle. Wir machen jetzt hier gleich einen Cut und dann geht es weiter mit der nächsten Folge am nächsten Tag, genau an dieser Stelle. Wir gehen nach Hause und fangen trotzdem schon mal an, unser Häuschen zu bauen. Und ihr könnt ja in der Zwischenzeit mir mal verraten, wo nochmal der Marmor versteckt ist. Und hier unten irgendwo. Ich weiß es nicht mehr, das war auf jeden Fall gar nicht. Bam, badaba, Marmor gefunden. Das war sicher gleich ein Marmor, den wir gesucht haben. Egal, wir werden trotzdem diesen Marmor hier gleich gründlich abbauen. Aber sowas von. Oh yeah. Und sind das Diamanten? Vermutlich mal wieder nicht. Und hier geht es unfassbar tief runter. Alles klar, wir haben eine geile Höhle gefunden und haben natürlich keine Fackel mehr. Und warum drücke ich jetzt den Knopf? Man weiß es nicht. Wir werden uns hier auf jeden Fall gleich ordentlich Zeug abbauen. Und bis dahin sage ich Dankeschön fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Achso, Verbindung drin. Bam.